Herzlich willkommen zu dieser Stehmeditation für das Feuerelement. Ich möchte damit beginnen, dass wir eine kleine Meridian-Klopfmassage ausführen. Dazu machst du eine leichte Faust mit deiner rechten Hand und klopfst über deine Brust bei Mitte nach oben zur linken Schulter und die Arminnenseite nach unten bis zur Handfläche. Dann klopfst du an der Außenseite entlang nach oben bis zu deinem Nacken und wieder zur Mitte zurück. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Klopf deine linke Arminnenseite nach unten und die Außenseite nach oben. Wieder zum Nacken. Dann zurück zur Brust bei Mitte. Nun wechsel zur linken Faust. Mit der linken Faust klopfst du nach oben, klopfst die Arminnenseite, also Herz- und Lungenmeridian und so weiter bis in die Handfläche. Dann drehe um und klopfe über die Außenseite, dickter Meridian, dünner Meridian, wieder nach oben. Wieder nach unten, hier haben wir Herzmeridian, Kreislaufmeridian, wichtige Meridiane für das Feuerelement, außen den dünner Meridian, den Yang-Meridian des Feuerelementes und wieder zur Brust bei Mitte. Hier klopfst du mit beiden Fäusten, atmest tief ein und lässt die Luft wieder aus deinen Lungen. Zum Kopf, über die Stirn und die Kopfoberseite nach hinten, zur Rückseite, über die Schläfen wieder nach vor und das Ganze noch einmal. Hier kannst du mit den Fingerspitzen etwas sanfter klopfen. Der Kopf ist empfindlicher als der Rest des Körpers. Dann um deine Augen herum. An deinen Augen erkennt man auch die Ausstrahlung. Dein Shen, der Geist des Feuerelementes. Dann geht es nach hinten zum Nacken und zur Schilddrüse. Und wieder nach unten, Brust bei Mitte, zur Thymusdrüse, weiter zu deinen Rippenbögen, nach hinten Richtung Niere und dann klopf deine Nierengegend ab, weiter über die Beinrückseite, Unterschenkelrückseite, über deine Waden zum Fußrücken und an der Innenseite entlang. Klopfst du dann einfach nach oben bis zum Bauch. Noch einmal diese Runde über deine Nieren, Gesäß, Rückseite der Beine bis nach unten zum Fußrücken und über die Innenseite geht es wieder nach oben zum Bauch. Dann heb dein linkes Bein und klopf gleichzeitig die Beininnen- und Außenseite nach unten und wieder nach oben. Dabei trainieren wir gleichzeitig etwas die Balance. Äußere Balance ist wichtig für die innere Balance. Und auch das wollen wir immer wieder etwas trainieren, weil es im Alltag ganz oft zu wenig beachtet wird. Rechte Seite innen und außen klopfen. Ruhig 2-3 Wiederholungen. Möglichst bis ganz nach unten zum Sprunggelenk. Und dann stell beide Beine wieder ab. Und zum Abschluss klopf um deinen Bauch herum in einer kreisförmigen Bewegung von rechts nach links, also in Verlaufsrichtung des Dickdarms. Stell dir vor, wie der Impuls in deine Tiefe hineinwirkt, bis in die Organe. Zum Schluss leg deine beiden Hände auf deinen Unterbauch und geh in Kontakt mit deinem unteren Energiespeicher, mit dem Dan Tien. Für die Stehmeditation des Feuerelements heb deine Arme über den Kopf, Blick nach oben, leg deine Handflächen zusammen und bring sie in deiner Mitte nach unten, vor dein Herz, sodass deine Daumen die Mitte des Brustbeins berühren. Bleib nun in dieser Position mit offenen oder mit geschlossenen Augen. Entspann deinen Schultergürtel so gut wie möglich. Wir versuchen jetzt für circa 5 Minuten in dieser Position zu bleiben und in Kontakt zu gehen mit dem Feuerelement im Körper, also mit den Organen Herz,
Herzbeutel und dem Dünndarm. Dazu musst du nicht irgendetwas über diese Organe wissen. Du weißt einfach, sie befinden sich in deinem Bauch, in deinem Brustkorb. Und sie werden aktiviert durch die Handposition. Was gibt es in deinem Körper jetzt wahrzunehmen? Wo befinden sich Spannungen? Wo kannst du während den nächsten Atemzügen bewusst Spannung loslassen? Vielleicht im Schultergürtel. Vielleicht in deiner Stirn. Vielleicht kann die Zunge sich entspannen. Deine Gesäßmuskulatur. Stell dir vor, wie Verspannungen von oben nach unten abfließen. Beginne beim Kopf. Du spürst diese Verbindung nach oben mit dem Himmelsfaden an deiner höchsten Stelle des Kopfes. Und dann beginnt deine ganze Kopfhaut sich zu entspannen. Deine Stirn entspannt sich. Kiefergelenk entspannt sich. Dein Nacken lässt die Spannung los. Deine Schulterblätter sinken. Deine Oberarme entspannen sich. Und deine Hände sind aneinander gelehnt. Ohne zu stark zu drücken. Die Entspannung fließt über deinen Rücken nach unten bis in deine Gesäßmuskulatur. Noch hier lass etwas los, so gut es geht. Schick deinen Atem tief in den Unterbauch. Und mit dem Ausatmen lass eine Welle der Entspannung durch deine Oberschenkel, durch deine Unterschenkel, bis in deine Fußsohlen fließen. Atme noch einmal bewusst in den Unterbauch. Und mit dem Ausatmen lass diese Welle nach unten strömen, bis in deine Fußsohle. Und deine Fußsohlen verschmelzen allmählich mit der Erde. Sodass alle inneren Spannungen abfließen können durch deine Fußsohle. Du hast das Gefühl, dass du innerlich schmilzt. Dass du weicher wirst. Es kann sein, dass sich ein Wohlgefühl ausbreitet in deinem Körper. Ein Gefühl von Ankommen. Beobachte all dies, ohne etwas zu verändern. Wenn du möchtest, dann schicke ein inneres Lächeln in deinen Körper, indem du die Mundwinkel etwas hebst. Spür noch einmal deinen inneren Raum. Verbinde dich mit deinem ganzen Sein. Und allmählich öffne die Augen. Orientiere dich wieder in deiner Umgebung.
lass die Hände dann ganz, ganz langsam nach unten sinken zum Bauch. Entspann deine Arme und spüre der Übung noch etwas nach. Thank you.